Ja, wir haben hier den langjährigen Trainer von Max Levy, Ike Pokorny heißt er, und er muss nun auch loslassen von seinem, nennen wir das mal Lieblingsschüler, war es so? Ja, Lieblingsschüler würde ich so nicht sagen, aber er war halt ein Sportler, den ich erstmal über 15 Jahre betreut habe, knapp aus den Junioren entwachsen, und das ist schon was Besonderes, wenn man einen Sportler so lange führt. Besonderheiten waren natürlich auch die Erfolge, aber auch die Rückschläge, die man gemeinsam durchlitten hat. Das war auch eine wichtige und erkenntnisreiche Zusammenarbeit in dem Fall. Und das hat uns natürlich auch eng zusammengeschweißt in all den Jahren. Aber er war auch immer Bestandteil einer ganzen Trainingsgruppe. Die Trainingsgruppe, 4 bis 8 Sportler waren das immer jeweils, Frauen und Männer. Also er war auch ein fester Bestandteil, aber auch natürlich mit seiner Art und Weise, auch mit seinem Respekt aufgrund der sportlichen Leistung, ist er natürlich jemand gewesen, der dort auch in der Trainingsgruppe vorangegangen ist. Mhm. Der Nationaltrainer ist gerade losgefahren, der Meister Übel, auch der wird ja verzichten müssen auf seinen Star, nennen wir es mal so, auf den aktuellen Leader dieses ganzen Ensembles. Tut das dem deutschen Radsport eigentlich auch sehr weh, wenngleich ja Max, glaube ich, schon viel erreicht hat. Man muss ja mehr dankbar sein, als traurig, dass er geht. Klar, wenn so ein erfolgreicher Sportler irgendwann loslässt, dann ist das schon schwierig für die ganze Gruppe, weil er auch in der Gruppe, in der Nationalmannschaft auch jemand war, der versucht hat, die Gruppe zusammenzuhalten. Das ist ja dann doch, je älter die Leute werden, umso unterschiedliche Charaktere bilden sich dann noch aus. Mhm. Und jeder hat ja auch sein eigenes Umfeld, in dem er sich wohlfühlt, also wo er trainiert oder wo er halt wohnt. Dann sieht man sich halt nur zu den Lehrgängen. Und da hat er auch schon versucht, immer auch diese Truppe zusammenzuhalten. Also war auch dort ein Leader, und der Leader ist jetzt weg. Jetzt muss man gucken, wer dann diese Rolle übernehmen will und kann. Das ist ja nicht nur abhängig von den sportlichen Leistungen, sondern auch von der Menschlichkeit. Also von der Person an sich, also da muss man abwarten. Es gibt weiterhin gute Sportler und Sportlerinnen in Deutschland, kein Thema. Aber trotzdem muss jemand da sein, der die Gruppe auch will und zusammenhalten will. Mhm. Wer ist denn der Nächste aus deiner Sicht, der so in die Fußstapfen treten könnte mit einer ähnlichen, ich will nicht sagen vergleichbaren Bilanz, aber auch auf den man setzen kann? Und wenn es dann wieder um die WM geht, EM geht, auch am Ende um Olympia, wo man sich mit dem Namen, ja, mit dem Namen tatsächlich Medaillenhoffnungen verbindet. Na gut, im Frauenbereich haben wir mit Emma Hinze und Lea Friedrich, denke ich mal, zwei Mädels, die ganz vorne wegmarschieren können. Im Männerbereich ist es ein bisschen komplizierter, da ist die Weltspitze noch dichter beieinander. Da gibt es natürlich die Älteren, die Eilers Böttcher, die durchaus immer noch ihre Daseinsberechtigung, sag ich mal so, haben, die jetzt auch schon stellenweise gute Leistungen gebracht haben, aber das jetzt noch in den letzten 1, 2, 3 Jahren nicht mehr ganz toppen konnten. Natürlich gibt es junge Leute, wie ich denke da an Anton Höhne aus Cottbus, der sich super entwickelt hat über die Junioren, über die ersten U23 Jahre, der hat eine tolle Entwicklung genommen. Dann muss man gucken, wer dann noch aus den Junioren hochkommt. Ist ja jetzt auch kein Geheimnis mehr, dass Max jetzt dort dann der zuständige Trainer wird 2022. Und vielleicht wird er dann auch diejenigen formen können, die dann auch später in dem Erwachsenenbereich auch wieder in seine Fußstapfen treten können. Abschließende Frage, du hast schon erzählt, über x Jahre hast du ihn begleitet. Was hat denn, wo musstest du ihn denn ins Hinterteil treten, und was hat er gerne gemacht, wo du eigentlich gar nichts sagen brauchtest, dass es ein Selbstläufer war? Also er fährt gerne Fahrrad, auf der Straße und auch auf der Bahn. Auf der Straße ist es ein bisschen einfacher, da gibt es die Kilometer, die schrubbt man runter, vielleicht mal einen Berg oder ein bisschen hügelig fahren. Auf der Bahn ist es halt ein bisschen umfangreicher mit den Antritten, mit den kurzen Distanzen oder kurzen Strecken. Das hat immer ein bisschen gedauert, um ihn dort in einen gewissen Rhythmus zu bekommen. Und ich sag mal, relativ in Anführungsstrichen verhasst war ihm das Krafttraining. Also er hat das nicht gern gemacht, aber es ist halt ein notwendiger Bestandteil bei einem Sprinter. Das heißt, circa ein Drittel des Trainings besteht aus Krafttraining im Kraftraum. Und da mussten wir uns über all die Jahre verschiedenste Ziele setzen, also Gewichtsziele sozusagen, Gewichte, die wir stemmen wollten. Da sind wir, kann ich gleich verraten, Olympia 2012 in London war das Ziel, dass er 140 Kilo Kniebeuge schafft. Das klingt noch nicht allzu viel, das war auch noch nicht allzu viel. Wir haben das dann gesteigert, Olympia 2016 in Rio waren wir dann bei 180 Kilo. Das ist schon eine enorme Steigerung. Und jetzt in Tokio 2021 oder Tokio 2020
waren wir bei 200 Kilo. Allerdings lief sogar mit nur einem Bein. Also nee. Die letzten zwei, drei Jahre seines Krafttrainings hat Max oder haben wir nur noch die einbeinigen Kniebeuge vollzogen, aber ganz konsequent. Und hatten dort das Ziel, drei, vier Monate vor Olympia, jetzt in Tokio, die 200 Kilo zu knacken. Das haben wir einmal in Cottbus und einmal in Frankfurt geschafft. Das war das Ziel im Krafttraining. Ja. Dieses Ziel brauchte Max, um auch wirklich im Krafttraining ganz fokussiert zu arbeiten, weil ihm das, wie gesagt, das war eigentlich das Training, was ihm am wenigsten Spaß gemacht hat. Ja, kann man sich auch gut vorstellen. Ja. An was denkst du gerne zurück am Tag des Abschieds? Ach, an all die Erfolge, die man zusammen gefeiert hat, natürlich auch an die Niederlagen oder an die Stürze denkt man natürlich auch, die kann man natürlich auch nicht ganz ausblenden. Ich weiß eben, als er hinter meinem Motorrad, also haben wir Motorsprints gefahren, da knallt ihm in Frankfurt oder der Reifen in der Kurve. Dieses Geräusch habe ich heute noch im Ohr, diesen Knall. Und wenn man sich dann natürlich auch um den Jungen entsprechend kümmern muss, also wir sind dann sofort nach Berlin gedroschen ins Hospital zum Dr. Lab und er wurde im Prinzip drei Stunden nach dem Sturz operiert. Das ist also, das hat man geschneit, glaube ich, das war im Winter, Januar war das. Solche Sachen, die bleiben haften, die bleiben leben, man haften. Die vielen Reisen, die wir gemacht haben, nicht nur mit der Nationalmannschaft, wir sind auch oftmals zu kleineren Rennen gefahren, wo wir hingedroschen sind, Radrennen gefahren, abends um 8, 9 wieder nach Hause gefahren sind, 4, 5, 6, 7 Kilometer. Das sind so Sachen, die schweißen zusammen und davon werden wir beide leben, nach zu erzählen. Max, dein Weg ist gezeichnet worden heute als Nationaltrainer der Junioren. Du selbst bist Lehrertrainer, wirst weiterhin arbeiten und bis zur Rente das auch entsprechend ausüben. Ja, weiß ich nicht. Es ist zumindest, man hat mir da ein gutes Angebot gemacht in Frankfurt-Oder. Nach einer gewissen Umstrukturierung in Cottbus bin ich jetzt in Frankfurt-Oder angestellt als Lehrertrainer beim Schulamt. Kümmere mich jetzt um den Nachwuchs, das heißt so 7., 8., 9., 10. Klasse. Gucke auch dort, ob ich da Talente sichte und das mache ich schon, da bin ich schon bei. Da gibt es so ein paar Talente und werde auch versuchen, diese Talente denn in den Sichtungsrennen, die jetzt demnächst Ende September anstehen, an den Start zu stellen.